Herzlich willkommen beim ersten Ausschuss-Videoreport nach der Sitzungspause im Sommer. Vor der Sommerpause hatte ich euch ja angekündigt, dass ab September ein neuer Kameramann hinter der Kamera steht. Das war echt falsch, denn da steht eine Kamerafrau. Dieses Video wird heute und künftig auch von Mahelia aufgenommen. Heute war Digitalausschuss zum Thema digitale Bildung angesagt, hatte sich eigentlich die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die dann aber leider kurzfristig abgesagt hat. Das ist blöd, weil hauptsächlich die Verantwortung ja bei den Ländern in der Umsetzung liegt. Und Umsetzung ist auch das größte Problem, das wir im Bereich digitale Bildung haben. Der Bund hat ja ordentlich Geld in die Hand genommen. 5 Milliarden Euro sind versprochen worden. 3,5 davon sollen in dieser Legislatur fließen. Und da haben Abgeordnete nochmal nachgefragt. Zum Juli diesen Jahres waren 0,3% davon abgeflossen. Lächerliche 15 Millionen, damit kann man nicht viel reißen. Deswegen ändert sich auch noch nicht so viel in den Schulen. Aber immerhin, es ist ein Anfang gemacht und der parlamentarische Staatssekretär des Bildungs- und Forschungsministeriums, der heute Rede und Antwort stand, Herr Rachel, meinte auch, dass inzwischen immerhin schon Verbindlichkeiten über eine 250 Millionen vereinbart worden sind mit den Ländern. Es könnte also in demnächst etwas schneller gehen. Zusätzlich zu dem Digitalpakt, der ja schon vor über einem Jahr verabschiedet worden ist, gibt es aber noch 3 weitere Corona-Soforthilfen für digitale Bildung. Jeweils 500 Millionen, 500 Millionen Euro sollen fließen, einmal für Computer, für SchülerInnen, die eben nicht so viel Geld in ihren Elternhäusern haben, um eigene PCs zu besitzen. Ohne Computer kein Zugang zur Bildung, wenn die Schule zu ist, ist ja klar. Weitere 500 Millionen sollen fließen für Computer an Lehrkräfte. Die haben nämlich im Moment keine und wenn, dann ist es ein privater. Und irgendwann hat man gemerkt, dass es auch ganz schlecht funktioniert mit Computern für Schüler und Lehrkräfte, wenn niemand da ist, der die administrieren kann. Also hat man nochmal 500 Millionen versprochen für IT-Administratoren. Der kleine Haken an dieser letzten 500 Millionen, die wir übrigens schon seit sehr langer Zeit fordern als Linksfraktion, ist, dass da noch eine genaue Vereinbarung geschlossen werden muss. Man weiß noch nicht, wie das Geld abgerufen werden soll und wie genau es ausgegeben wird. Das heißt, noch kommen Schulen und ihre Träger nicht an die Gelder für IT-Administratoren ran. Ein anderes Problem, das auch noch rausgekommen ist, man hat sich nicht einigen können, wie das Geld intelligent vom Bund auf die Länder verteilt wird. Denn von den Ländern wird es ja an die Schulträger ausgegeben. Also hat man sich auf das geeinigt, was man immer macht, den sogenannten Königsteiner Schlüssel, der hauptsächlich davon abhängt, in welchem Bundesland wie viele Menschen leben. Das Dumme ist, dass auf diese Art und Weise das Budget, das pro armem Kind dabei rauskommt für die Anschaffung eines Computers in Baden-Württemberg, zum Beispiel 3-mal so hoch ist wie für ein Kind aus einer armen Familie in Bremen. Das muss mir mal einer erklären, ob eventuell Computer in Bremen nur ein Drittel so teuer sind. Ich glaube es ja nicht. Der parlamentarische Staatssekretär erwähnte auch, dass sowohl die Computer für die Lehrkräfte als auch die Computer für die SchülerInnen nur Leihgeräte sein sollten. Das erschien mir wirklich komisch. Also so eine Lehrkraft ist ja in der Regel ein bisschen länger als 2-3 Jahre da. Viel länger hält aber normalerweise so ein Computer heute nicht und muss dann normalerweise neu angeschafft werden. Was will man mit einem 7 Jahre alten Computer oder 25 Jahre alt? Kann kein Mensch brauchen. Ich habe dem Staatssekretär erzählt, dass ich auf einer Parlamentarierreise nach Uruguay, wo 15 Jahre lang eine linke Regierung an der Macht war, erfahren habe, dass dort seit 2005 Kinder zu ihrer Einschulung jeder einen Laptop geschenkt bekommen. Die können den behalten. 15 Jahre später in Deutschland, der 4. größten Industrienation der Welt, gibt es Leihgeräte für Kinder und ihre Lehrkräfte. Also da ist noch Raum nach oben. Staatssekretär Rachel aus dem Bildungsministerium erzählte auch ganz stolz, dass das Ministerium als Türöffner gegenüber den großen Telekom-Unternehmen aktiv war, nämlich um preiswerte Internetzugänge zu Bildungsinhalten für Kinder aus ärmeren Familien zur Verfügung zu stellen. Das hat mich schon eine ganze Weile interessiert, was das eigentlich sein soll und vor allem, wie es ausgestaltet wird. Was heißt denn ein Internetzugang für Bildungsinhalte? Das ist doch ein zurecht gestutztes Internet,
Also keine freie Nutzung, kein ganz normaler Internetzugang, sondern eine Art Internetzugang zweiter Klasse für arme Kinder. Für Bildungsinhalte. Aber was ist denn ein Bildungsinhalt? Wer entscheidet denn das? Ist das nur die Schulcloud von HPI und die Webseite der Schule? Ist das vielleicht noch Wikipedia? Keine Ahnung. Ich habe diese Frage gestellt. Der parlamentarische Staatssekretär hat sie, glaube ich, nicht ganz verstanden, aber gesagt, selbstverständlich geht es nicht um einen Internetzugang, wo man Netflix gucken kann. Aber was ist denn zum Beispiel mit diesem super coolen Mathe-YouTube-Kanal? Ist doch ein Bildungsinhalt. Will man deshalb ganz YouTube sperren oder auflassen? Wie will man das technisch machen? Soll es eine Allowlist geben, wie das Julia Reda genannt hat? Eine frühere europäische Abgeordnete, also aus dem Europaparlament, der hat sich eingehend mit dem Thema befasst und hat eine ganze Reihe von Problemen aufgelistet. Zum Beispiel, Bildungsgerechtigkeit wird nicht eingehalten. Ärmere Kinder haben Zugang zu einem Zweitklassen-Internet, können Medienkompetenz nicht in der ganzen Breite erlernen. Das kann unser Ziel nicht sein. Außerdem gibt es das Problem der Netzneutralität. Ich kann doch nicht die einen Päckchen durch die Glasfaser wandern lassen und die anderen Datenpäckchen nicht. Wie soll das überhaupt kontrolliert werden? Wird eine sogenannte Deep Packet Inspection dort eingesetzt, wo also zum Beispiel die Deutsche Telekom in die Datenpakete hineinguckt, ob da ein Netflix-Paketchen unterwegs ist oder eins von Wikipedia, das erlaubten Inhaltes sein soll? Das kann niemand wollen, dass man also schon den Internetverkehr von Kindern überwacht. Es wäre außerdem ein Verstoß gegen das Gebot der Netzneutralität. Da stellen sich ganz viele Fragen. Aber Staatssekretär Rachel hat sich ein bisschen damit rausgeredet, wobei er ja in Teilen auch recht hat, weil er sagt, er hatte nur die Türen geöffnet oder sein Ministerium. Entscheiden und ausgestalten tun das aber die Bundesländer und ich fürchte, jedes auf seine eigene Art und Weise. Wenn wir eine Sache in dieser Corona-Krise gelernt haben, dann ist es, dass Bildungsteilhabe eben auch bedeutet, dass jedes Kind einen Zugang zu einem elektronischen Endgerät hat, mit dem es Zugang zum Internet haben kann. Beides braucht man, um Teilhabe an digitaler Bildung haben zu können. Das muss für ärmere Kinder genauso möglich sein wie für reichere. Dass wir das erreichen mit diesem Paket, ist für mich im Moment noch nicht erkennbar. Da sind noch Hausaufgaben zu tun. Ich verspreche euch in den nächsten Wochen im Digitalausschuss, wo wir erneut Vertreter der Kultusministerkonferenz einladen werden, bleibe ich dran, werde nochmal nachfragen und dann kriegt ihr einen neuen Ausschussreport und erfahrt, was ich dort erfahren habe. Wenn euch das Thema digitale Bildung noch ein bisschen mehr interessiert, im Sommer habe ich ja nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern bin durch zwei Wahlkreise marschiert, aber ich habe auch zwei Digitaldialoge aufgenommen, einen zum Thema Digitalisierung in Kommunen mit Tobias Bank und einen weiteren, den ich euch besonders ans Herz legen möchte, zum Thema digitale Bildung und Bildung allgemein in Corona-Zeiten mit meinem Bundestagskollegen Norbert Müller hier in der Bundestagsfraktion. Hört mal rein, ist hier im Kanal. Ich kann es auch noch mal verlinken, dann könnt ihr direkt drauf klicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.